Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir wollen uns jetzt mal auf zu unserem Freund machen und hier gibt es einen Aktivitätengeber. Wir müssen also zurück auf den Hauptweg und dann nach rechts. Also wahrscheinlich da den Berg so hoch. Also zum Beispiel hier den Berg so hoch. Ist das der Weg? Ja. Okay. Wir gehen jetzt hier einfach mal hoch und wollen natürlich mit unserem Lehnsherrn sprechen. Ist es unser Lehnsherr? Mit dem Schäfer. Nennen wir ihn Chef. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Aber unser Herr ist ja ein guter Herr. Auch wenn er wahrscheinlich nicht so zufrieden mit uns sein wird, weil wir uns in Lebensgefahr gebracht haben, mehrfach. Servus, was ist das hier? Guten Tag. Hallo? Hallo, was ist das hier? Ah, ein Badehaus. Okay, cool. Hier könnte man sich wahrscheinlich mal richtig waschen. Bist du für einen Dorfbewohner einfach nur? Ja, nee, Wolfram, du bist irgendjemand. Gott sei mit dir. Servus, wer bist denn du? Also mich interessiert halt die Meinung zu den Flüchtlingen. Wie kommen die Rataya mit den Flüchtlingen aus? Ha! Reden wir nicht davon. Ich wünschte, dieses Geschmeiß wäre weg. Ich weiß, dass sie Pech hatten, aber sie tun nichts außer stehlen und Ärger machen. Okay, also die sind überhaupt nicht gut von auf unsere Leute zu sprechen, weil die scheinbar sich nicht so cool verhalten. Aber gut, dass Flüchtlinge jetzt allgemein bei der Bevölkerung nicht so sympathisiert sind, also nicht so viel Anklang finden, das wird früher so gewesen sein, das wird heute so sein, das wird immer so sein. Ich glaube auch einfach, weil sich Leute keine Gedanken darüber machen, was denn mal ist, wenn sie selber flüchten müssen. Aber gut, wir wollen hier nicht zu politisch werden. Das ist hier immer noch ein Spiel, ja. Aber ich muss sagen, das Spiel geht ziemlich stark mit politischen Themen um, finde ich. Also einem wird halt ziemlich klar gesagt, jo. Was willst du von mir? Entschuldigung, dass ich geboren bin, Alter. Also einem werden ziemlich klar die Meinungen von anderen Leuten gesagt. Ja, okay, das hast du schon erzählt. Also das hat die mir jemand schon gesagt. Ich habe jetzt nicht gefragt, wie sie hier so die den Chef finden von dem Stadt hier, von dem Stadtteil hier, also von Ratai, den Burgherrn. Aber okay, servus, Freunde. Hi, wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dvojitz. Sicher, und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Naja, ganz einfach, ja, also ja, ziemlich genau das, aber ja. Sei vernünftig, ich bin kein einfacher Bauer. Ich bin Herrn Ratzigs Schmied und muss ihn sprechen. Und ich bin der, der dich aufhält. Hau ab! Okay, der mag mich also nicht. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gab. Kein Problem, Bruder. Danke. Darf ich hier essen? Habe ich denn Hunger? Ich hab 73 Sattheit, ich esse mich mal voll. Jetzt dürfte ich voll gefressen sein, ne? 98, ja, Basch. Oh Gott, leck. Bascho. Danke, Freunde. Kann ich noch mit euch schnacken? Okay, ich kann euch nur bestehlen. Und ich bin ehrlich, ich möchte keine Wachen bestehlen. Ich glaube, die ficken mich. Du hast entdeckt Lager. Ich habe hier nicht so viel Frames. Ohne deine Güte wäre ich verloren. Milan. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Wie kommst du darauf? Na los, verpass mir eine. Ja. Das Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Das sagtest du bereits. Okay, ich gehe jetzt erstmal. Danke, über dich auch, mein Freund. Bartek. Heinrich, was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Ach, lange Geschichte. Aber was ist mit dir?
Wie bist du aus Garlitz entkommen? Das glaubst du nie. Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen und Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager. Die hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Ratzig den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hundsviertel nur eine leere Burg mit einer alten Ziege drin vor. Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Ich auch. Die habt ihr richtig an der Nase herumgeführt. True, true. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier einen Fight fighten, weil hätte ich Bock drauf. C wird das sein, gehe ich mir von aus. Ja, der sitzt da vorne, genau. Oder ist es C? Ja, besiege Steppan. Und da ist auch noch eine Quest, nice. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Chef. Ja, also wir müssen jetzt erstmal demütig vor ihn kriechen und sagen, Chef, schwer dies Weg. Was eigentlich die Leute aus, hab den Namen von dem Dreckdorf vergessen haben müssten. Servus. Milan, achso, du bist... Lass uns kämpfen. Warte mal. Stimmt, das war Milan, nicht der andere Dude. Ich guck mich jetzt hier nicht so genau um. Guten Tag. Na, wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Ja, ne? Verzeiht, ich bin in Eile. Ich muss jetzt los. Vielleicht ein andermal. Ja, also erstmal ist es wichtig, dass wir zum Chef kommen. Junge, leck das Spiel. Sag mal, was ist denn los? Ich spiele doch gar nicht auf so hohen Grafikeinstellungen. Ich gehe mal nur auf hoch. Wenn es dann gut läuft, kann ich immer noch hochstellen. Ich begreife echt nicht, was man für eine Karte haben muss. Also ich meine, ich habe jetzt keine ultra neue Karte. Ich glaube, ich habe eine 2080 Ti. Ja, ich glaube, ich habe eine 2080 Ti. So, das ist ja jetzt keine schlechte Karte. Klar, das ist keine 4090 Super oder was weiß ich, was es aktuell so gibt. Junge, aber mehr als 40 FPS sollten noch drin sein. Servus, Bürger, Bürgerin. Hier kann ich nur einbrechen. Guten Tag, Schäfe. Privater Raum. Entschuldigung. Okay, allgemein ist hier jetzt nicht so. Bürger. Chefe. Herr Ratzig. Ibims, der Schmiedesohn. Zero Gnaden. Ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Ratei genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden. Aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann.
Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeih. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Rathay. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skarnitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge. Ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeit. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja. Gott, ich bin komplett lost, Alter. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus.
Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Ich bin dumm und hab verkackt. Ich habe mich versehentlich nicht gemutet, sondern den Part unterbrochen. Ich werde jetzt erstmal gucken, was ich alles noch aufzeichnen konnte. Entweder vielen Dank fürs Zugucken oder wir sehen uns gleich wieder. Gut, ich habe noch ungefähr 6 Minuten, glaube ich, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Du hast gelernt, Adel. Ich war gerade rausgetappt noch. Dementsprechend schlecht läuft es jetzt natürlich. Hauptmann Bernhard. Chefe! Also, unterer Chefe. Ich soll mich dir anschließen, habe ich gehört. Was ist hier noch? Genau, besiege Stepan. Besiege Löckchen. Besiege Milan. Begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernhard. Okay. Ich würde sagen, das tun wir jetzt auch nochmal zuerst. Das ist ja gerade quasi unsere Quest. Ne, wir haben verkackt, wir zeigen unterwürfig, bla 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 bla. Ich spiele ja auch durch so. Ne, wir sind unterwürfiger Jung. Wir haben richtig Scheiße gebaut und jetzt müssen wir es wieder gut machen. Finde ich auch okay, so zu spielen. Also klar, ich finde auch okay zu sagen, jo, wir sind die krassesten Ficker. Geh verpiss dich. Aber ich habe für mich den Weg des Duckmäusers und Feiglings erkoren, der zwar natürlich mit laufendem Spiel auch immer ein bisschen mutiger wird, ne? Jetzt hier so ein kleiner Taschendieb, da sehe ich den auch auf jeden Fall. Ne, schon allein so Taschendieb ist ja eher so Duckmäuse und sowas. Aber ich sehe uns auch auf jeden Fall am Schwert. Na, bei so einem Boxkampf ist eigentlich jetzt nicht so unbedingt unseres, muss ich sagen. Aber... Ne, man muss ja halt tun, was man tun muss. Und dementsprechend werden wir das selbstverständlich auch tun. Wenn denn... halt was zu holen ist. Ne, um unsere Ehre kämpfen ist ja immer ehrbar. Ich glaube, ich kann mich an diese Quest auch noch relativ gut erinnern. Du hast entdeckt Schenke. Ja, in die Schenke müssen wir, glaube ich, auch noch. Guten Tag. Du hast entdeckt Schnellreiseort. Ich muss sagen, ich finde die Spielwelt schon ziemlich geil. Das Spiel sieht jetzt natürlich nicht mehr so super gut aus. Sühnekreuz. Ja, lesen brauche ich die, glaube ich, nicht. Ist man mal ehrlich, für 2018 sieht das Spiel okay aus, aber jetzt halt auch nicht gigantisch gut. Auch nicht auf den höchsten Einstellungen. Dass es so schlecht läuft, gefällt mir immer noch nicht, aber naja. Mann Bernhard ist nicht da. Ich sollte tagsüber vorbeikommen. Ja. Dementsprechend warten wir jetzt doch hier einfach mal. Weil wir natürlich ein Problem haben. Gibt es hier irgendwo ein Gasthaus? Das ist ein Schnellreisepunkt. Das ist eine DLC-Quest. Da hinten gibt es unser Bett. Hier sind unerforschte Orte und Quest. Schenke, Schuster. Hinweisgeber-Quest. Ich würde sagen, wir warten hier mal ganz kurz. Uns geht's recht gut, muss man ja einfach mal sagen. Dass Energie halt sinkt, ist natürlich dumm beim Warten. So, warum muss sie sinken? Kann nicht einfach steigen oder wenigstens gleich bleiben? So, im Prinzip machen wir ja nichts. Chillen ein bisschen. Könnten ja auch ein Nickerchen halten. Wir haben auch noch genug Sattheit und so. Basho, exakt gehabt. Hallo. Wo ist er denn, der Chef hier? Langstreckenpfeil nehmen.
Nicht klauen. So, kurz mal gewaschen. Hier ist keiner. Okay. Also muss ich jetzt noch länger warten, oder was? Könnte natürlich sein, dass ich noch länger warten muss. Ich warte noch mal 2-3 Stündchen, so bis 10er. 4 Stündchen vielleicht auch. Wir sind immerhin mal vollgeheilt aktuell. Weil ich nicht das letzte Mal den Berghang runtergestolpert bin oder ähnliches. So, ich schätze mal mit 40 Energie. Nee, 45 haben wir noch. Okay, immerhin. Quest. Rataya Turnier. Wollen wir nicht. Wir wollen hier weitermachen. Wo ist denn Hauptmann Berner? Hauptmann Berner, hier ist er ja. Morgen für den Turnier statt. Suche am Morgen den Herold auf. Ja, möchte ich nicht, danke. Ich sollte mal was essen. Wenigstens eine Kleinigkeit. Schiffe. Glück und Gesundheit. Danke, dir auch. Ich wüsste gern... Wir fragen nochmal kurz die Sachen nach. Wie ist Herr Hanusch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt, ist aber gutmütig dabei. Okay. Was hältst du von Herrn Ratzig? Wie ich höre, hält er zum König und sitzt deshalb wohl in unserer Burg. Er scheint gerecht zu sein. Und die Leute sagen, er wäre ein guter Burggraf. Wie ist der junge Herr Capon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach, aber da wächst er schon noch raus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Ratai? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Ja, bei uns war auch friedlich. Wahr. Was wird aus den Skalitzer Flüchtlingen? Das wüsste ich selber gerne. Ich hoffe, dass sich die Lage bald beruhigt, damit ihr euch verziehen könnt. Ja, warum lässt man uns hier nicht einfach mitarbeiten? Kirkstein ist eine schöne Burg. Sie wird noch schöner, wenn ihr euch fortschert und ich meine Kammern wieder beziehen kann. Kier ist also sehr anti. Weißt du, wer Sigismunds Männer sind, Hauptmann? Man nennt sie Kumanen oder Kitschaken. Unserem Herrn zufolge flohen sie vor den Mongolen nach Ungarn. Sie sind Viehhirten und ausgezeichnete Reiter und Barbaren, obwohl sie behaupten, Christen zu sein. Okay, tun also so, als ob sie Christen wären. Mehr wollte ich nicht wissen. Gut, dann machen wir beim nächsten Mal die Grundausbildung. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss!